Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Zombie Survivor Set. Alle weiteren Informationen zu diesen Filmen und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zu den Filmen und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zombie Survivor Set, das Ganze aus dem Jahr 2002. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film. Jawohl, so sieht das aus. Wir haben hier einen Pappschuber. Der hat schon ziemlich gelitten über die letzten 18 Jahre. Der hat einiges mitgemacht. Dementsprechend sieht er auch etwas ramponiert aus. Wir haben hier den Pappschuber des Zombie Survivor Set. Der kommt hier in so einer Lederoptik. Sieht so aus wie Schlangen- oder Krokodilleder. Also für mich eher krokodilmäßig. Zombie Survivor Set lesen wir hier. Darunter DVD. Und es ist eine Box zu diversen Zombie-Filmen. Genau. Welche genau da dabei sind, das lesen wir hier auf der Rückseite. Alles, was Sie je über Zombies wissen brauchen, um zu überleben. Zombie, das ist ein Film, dann Zombie 2, Zombie 3, Zombie 4. Insgesamt sind sogar 6 DVDs drinnen. Die sehen wir uns dann im Detail nochmal drinnen an. Das Ganze hat natürlich keine Jugendfreigabe, also ist ab 18 Jahren. Und diese Edition gab es meines Wissens damals wirklich nur in Österreich zu kaufen und sie ist streng limitiert auf 1000 Stück. Ja, so sieht das aus. Ansonsten hier so eine Reißverschlussoptik. Dann schauen wir mal rein. So, also der eigentliche Inhalt, das eigentliche Set hier ohne Pappschuber, das sieht dann doch wieder deutlich besser aus, also nicht ganz so mitgenommen. Auch hier wieder diese Lederoptik, Zombie Survivor Set, sieht aus wie so eine Ledertasche, wie so ein Lederetui. Hier auch wieder der Reißverschluss, also wenn wir es dann nochmal hier so reingeben, vorhin war es ja anders drin gesteckt, genau, dann ist dieser Reißverschluss jetzt auch wirklich so durchgängig. So, aber wir holen das Ganze natürlich wieder raus und schauen uns auch das hier an. So, hier haben wir die Zombie-Filme nochmal aufgelistet, Zombie, Zombie 2, Zombie 3, Zombie 4. Aber wie gesagt, es sind ja 6 DVDs hier drin. Warum? Das erfahren wir noch. So, dann haben wir hier einmal Infos zu den Filmen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Zeitungsartikel von Pete Klassen. Okay, also hier kriegen wir so eine kurze Einleitung, wie es dazu kam, beziehungsweise wie die ersten Zombies so entstanden sind. Könnt ihr euch natürlich gerne durchlesen an dieser Stelle. Einfach das Video kurz anhalten und dann schauen wir mal ins Innenleben, denn das Ganze lässt sich hier aufklappen und hier haben wir dann alle Filme. Aber bevor wir uns die ansehen, haben wir hier noch 10 Tipps, um einen Zombie-Angriff zu überleben. Erstens, bewahren Sie Ruhe. Zweitens, betreten Sie nie alleine scheinbar verlassene Gebäude. Da steht Gebäuden, okay, ist ein Fehler. Immer mit einem zuverlässigen Partner, behalten Sie einen Partner im Auge und vice versa. Um einen Zombie zu vernichten, Um einen Zombie zu vernichten, muss entweder sein Kopf vollständig vom Rumpf abgetrennt werden oder aber sein Hirn zerstört werden. Viertens, selbst wenn Sie unter den Zombies einen Freund, Bekannten oder Verwandten sehen, es hat keinen Zweck, ihm zu helfen. Es ist nicht Ihr Freund, Bekannter oder Verwandter, dieser ist tot. Fünftens, verschwenden Ihre Munition nicht übermäßig, Sie werden sie noch gebrauchen. Um einen Zombie zu töten, reicht ein gezielter Kopfschuss und Zombies sind oft in großen Mengen anzutreffen. So, das waren die ersten 5 Regeln, beziehungsweise Tipps und rechts geht es noch weiter. Nummer 6, lassen Sie sich von den Zombies nicht in eine Ecke drängen, behalten Sie stets den Überblick über den gesamten Raum. Siebtens, Zombies lassen sich leicht mit lauten Geräuschen oder hektischen Bewegungen ablenken. Achtens, Zombies, die mit Voodoo-Flüchen belegt sind, haben gegebenenfalls Angst vor bestimmten magischen Ritualen. Machen Sie sich das zunutze und hören Sie auf den alten Voodoo-Priester, egal wie verrückt oder betrunken er aussieht. Neuntens, sind Sie von einem Zombie angefallen und gebissen worden, so ist das betroffene Gliedmaß sofort zu amputieren und die Amputationswunde anschließend auszubrennen. Zehntens, erreichen Sie diese Tipps zu spät und Zombies haben Sie umzingelt? Trösten Sie sich, eventuell werden Sie gleich auch zu einem der lebenden Toten gehören. Ja, also hilfreiche Tipps. Und dann kommen wir zu den Filmen. Und zwar haben wir hier einmal den Film Dawn of the Dead. Der
Der ist hier in zwei verschiedenen Varianten. Also wir haben hier zwei DVDs zu diesem Film. Das ist Nummer 1. In diesem Fall ist das der Argento Cut. Der ist auch ab 18 Jahren. Dann haben wir den Film nochmal im Ultimate Final Cut. Also auch hier wieder, das ist Dawn of the Dead. So, dann geht es hier weiter mit Zombie 2. Das ist dieser hier. Der sieht so aus. Was sehen wir hier? Sieht aus wie ein Gurt oder wie ein Kanister, der sich hier drin befindet. Dann Zombie 3 ist dieser hier. Und dann haben wir noch zwei weitere, nämlich Zombie 4, also After Death. Das ist dieser. Und dann noch die sechste DVD. Das ist diese hier. Zombie Bonus DVD nennt sich das. Ja, also insgesamt 6 DVDs. Die Filme sind entstanden von 1978 bis 1988. Und dann eben ein paar Jährchen später, im Jahr 2002, diese limitierte Box erschienen. Wie gesagt, auf 1000 Stück limitiert. Zombie Survivor Set. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Boxset hier mit den 6 DVDs drinnen. Die Zombie-Filme, Zombie Dawn of the Dead, Zombie Voodoo, Zombie 3 und Zombie After Death. Zombie After Dawn of the Dead ist in zwei verschiedenen Varianten drin. Und dann haben wir noch einmal diese Bonus-DVD, also insgesamt 6 DVDs. Jawohl, das Ganze in dieser wunderbaren Box auf 1000 Stück limitiert, Zombie Survivor Set. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Box bzw. den Filmen? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Filme feiert, falls ihr Zombie unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.